Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Stefano Paterna und heute geht es um das Problem von unscharfen Bildern. Sehr häufig bekomme ich von meinen Schülern in Fotokursen die Frage gestellt, warum denn eigentlich die Bilder, die sie produzieren, immer wieder unscharf sind. Grundsätzlich lässt sich für den kompletten Anfänger sagen, der noch in der Vollautomatik arbeitet, dass die Vollautomatik schuld ist. Denn in der Vollautomatik fokussiert die Kamera selbstständig auf das, auf was auch immer sie fokussieren möchte. Wenn ich zum Beispiel ein Porträt fotografieren möchte, dann kann eben die Kamera aufs Ohr oder auf die Stirn oder auf den Hintergrund scharf stellen. Wenn ich auf eine Blüte, eine kleine Blume fokussieren möchte, dann kann das Blatt, der Stiel im Hintergrund scharf werden, weil eben in der Vollautomatik, und deswegen ist sie auch so schlecht, die Kamera selbstständig fokussiert. Es wird ihr überlassen, wo sie eigentlich fokussieren soll. Deswegen niemals mit der Vollautomatik arbeiten. Auch der etwas fortgeschrittenere Anfänger, der nicht mehr mit der Vollautomatik arbeitet, produziert zum Teil sehr häufig unscharfe Bilder. Es liegt dann nicht mehr an der Vollautomatik, denn jetzt arbeitet er zum Beispiel manuell oder auch mit der Blendenvorwahl. Das heißt, ich laufe irgendwo rum, sehe ein schönes Motiv und gebe meine Blende ein. Was aber sehr selten gemacht wird, ist eben auch auf die Verschlusszeit zu achten. Denn sehr häufig sehe ich an den Metadaten der Bilder, die ich dann gezeigt bekomme, dass die Verschlusszeit irgendwo bei einer Zehntelsekunde, bei einer Zwanzigstelsekunde lag. Und das ist in der Regel ist es einfach zu lang. Auch wenn die Kameras heute alle Bildstabilisator haben, die uns da helfen sollen, nicht zu verwackeln, ist es leider sehr, sehr häufig so, dass wir eben doch in diesen Bereichen von einer Zwanzigstel, einer Dreißigstel, einer Vierzigstel Sekunde einfach unscharfe Bilder produzieren, weil einfach verwackelt wird. Deswegen, wenn man im Manuellen arbeitet, ohne Stativ, mit der Blendenvorwahl oder mit der Zeitvorwahl, nicht mit Zeiten fotografieren, die man aus der Hand nicht stillhalten kann. Zur Verdeutlichung nochmal gesagt, der ein oder andere hat natürlich eine ruhigere Hand und kann natürlich auch mit längeren Verschlusszeiten noch verwacklungsfreie Bilder produzieren als der andere. Aber grundsätzlich ist man so ab einer Vierzigstel, einer Fünfzigstel, sicherlich mit einer Sechzigstel auf der sicheren Seite und produziert dann keine verwackelten Bilder mehr. Wenn ich das nicht einfach so hinbekomme mit der gewählten Blende, dann muss ich einfach mit dem ISO hochgehen. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Tipps helfen, in Zukunft scharfe Bilder zu produzieren. Wie immer, ich freue mich auf einen Daumen hoch, das Abonnieren nicht vergessen, denn dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Tschüss.